Hier zeigen wir Ihnen einen Weg, wie Sie sich kraftschonend aus einem Rollstuhl auf das Bett und wieder zurück in den Stuhl setzen können. Die Hilfe erfolgt durch Unterstützung mit einer Stuhllehne und alternativ über die Schulter der helfenden Person und Druckimpulsen auf Knie und Becken. Die unterstützende Person stellt einen Stuhl mit der Rückseite vor den Rollstuhlfahrer. Sie fordert die sich umsetzende Person auf, die Stuhllehne als Transferhilfe zu nutzen. Sie greift nicht ins Geschehen ein, ist jedoch nah genug dabei, um bei Bedarf den sicheren Transfer zu gewährleisten. Der Weg zurück vom Bett in den Rollstuhl kann ebenso mit der Stuhllehne als Stützhilfe sicher durchgeführt werden. Für diesen Transfer kann die helfende Person auch ihre Schulter als Stütz- und Transferhilfe einsetzen. Mit dieser Methode kann durch kontinuierlichen Druck auf das Knie und das Becken der Rollstuhlfahrerin die Sicherheit des Transfers erhöht werden. Der Weg zurück in den Rollstuhl wird mit denselben Hilfen begleitet. Mit den Händen können Sie, soweit notwendig, jederzeit Richtungsimpulse geben.